Eine Frage wegen dem E300. Bist du da interessiert oder bist du erstmal geheilt von solchen Häusern? Weil dann wäre nämlich die nächste Frage, ob ich da tatsächlich einfach mal bieten darf später. Kunde, Glückwunsch zum neuen Schrotthaufen. So, hallo und herzlich willkommen. Heute geht es nicht um die Elektrowanze und auch nie um Elektrowanze nebenan. Jetzt ist es endlich soweit. Oh, es nee. Ist. Ah, da ist er, genau, darum geht's heute. Junge, mit dem Ding ist Wahnsinn zu fahren, wirklich. Aber es läuft doch wenigstens ordentlich, ne? Fährt, lenkt und bremst, macht aber irgendwelche Geräusche. Qualmt und stinkt. Qualmt und stinkt und das macht er hier auch. Das Münchner Kennzeichen ist ja schon da. Nee, das ist der Verkaufspreis hier. Achso, 9.981 VB. Perfekt eigentlich, ne? Also auf der UN-Sicht, ist ja so ein Typ, den kenne ich jetzt ungefähr jetzt über 5 Jahre. Jetzt bin ich selber gespannt, was jetzt kommt. Und ich kann euch eine Sache sagen, das ist auf jeden Fall nicht derjenige, der sich gerne für irgendwas entscheidet. Und da umso mehr hat es mich doch verwundert, als er mir irgendwann aus der Auktionsbörse, aus der hiesigen, ein Auto vorschlug und ich dachte so, okay. Und auf einmal steht er dann irgendwie ein paar Wochen später, steht das Ding hier, Auktion Höchstgebot. Auto war auch nicht so teuer in der Auktion, aber der ganze Rest drumherum. Transport, Auktionsgebühren, Exportabwicklung, bla bla bla, kommt ja aus Spanien das Auto und hat auch nur 513.000 Kilometer. Ihr kennt ja den Slogan, Mercedes, wie viele Kilometer möchtest du fahren? Mercedes, alle. Und ganz ehrlich, ich meine, wie heißt denn die Farbe jetzt da nochmal, weißt du es? Onyx-Grau Metallic. Onyx-Grau. So, die Farbe hat sie doch auf dein 202, oder? So ist es, ja. Geil. So, da ist die Brücke ja schon mal geschlagen. Das ist die erste Brücke, genau. Das ist die Brücke. So, dann ist das ein Turbo-Diesel, ein 300er. Das ist die zweite Brücke. Und der hört auf den Namen OM606. Das ist so ein bisschen wie James Bond 007. Und das Ding hat er wirklich blind gekauft. Na klar, gab es ein paar Zustandsbeschreibungen. Und für über 500.000 Kilometer, das sind 97er, glaube ich, oder? Jo. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das Auto wirklich noch nie angeguckt. Der Jürgen ist wohl noch nicht mal so richtig gefahren mit dem Klo. Der sieht für über 500.000 Kilometer für einen Spanier echt gut aus. Klar, das Dach ist verbrannt, das ist hin, das kannst du neu lackieren. Das ist halt very stumpf. Die Heckklappe kriegst du vielleicht noch mal geschliffen. Ja, die ist aber auch gerissen, ne? Gerissen? Ja, gut lackiert, hä? Aber für spanische Verhältnisse, für fast 20 Jahre alt, sieht es gut aus. Und vor allem, ich bin gespannt, wie das Ding fährt. Aber guck mal, die ist durchgang ein bisschen angebumst. Ich sag mal, für ein, weiß nicht, wenn du ihn gut aussehen lassen willst, bist du so vielleicht grob, wenn du mit dem Holm ein bisschen Bussi-Bussi machst. Oh ja. Macht dir bestimmt einen übelsten Kumpelpreis. Die Räder sind halt ranzig, sind Eleganzräder. Wir haben ja auch einen Eleganz. Weißt du, was lustig ist? Stoßstange ist kacke, Räder sind kacke. Muss weg. Schade. Schade. Bauen wir vielleicht irgendwie so einen AMG-Flatter da vorne dran aus China. Und dein Rico hat bestimmt noch ein paar Räder in der Garage für das Klo. Komm, zeig es mal. Komm, lass uns das mal zeigen. Komm. Das Sichtig hat nicht bloß eine geringe Quote in Entscheidungsfreude, sondern der hat auch Bindungsängste. Das ist wirklich, der Typ ist schon speziell. Das Ding ist nämlich. Arena-Runde über den Realparkplatz ist die Trommel direkt auf Mobile gelandet. Direkt angehalten und komm, wir machen Bilder noch uns bei Mobile rein, die Karre. Gut, was blinkst du? Naja, ich weiß gar nicht, der eine Schlüssel geht eigentlich. Aber warte mal, hat er Strom? Na, der hatte immer so ein bisschen Strom. Ein bisschen Strom. Okay. Ey, komm, wir probieren es einfach mal random. Jetzt war 3 Minuten ungefähr. Eine Ewigkeit später. Boah! Jawohl! Ist nicht dein Ernst! Das klingt schon so kraftvoll, ne? Irgendwie. Batteria! Carga Batteria! Oh, schön, wie der läuft, oder? Ja, das habe ich halt auch wieder abgeholt, weil ich dachte, okay, das ist schon geil. Lenkrad hat man mal neu gemacht. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ja die helle Innenausstattung. Ich meine, ich kenne das so nicht. Für mich sieht es aus wie so ein Taxileder. Ja, ich finde es halt krass, dass also die Mittelarmlehne und die Doorboards sind halt richtig scheiße und der Rest ist eigentlich echt gut. Dort oben ist die Boxenabdeckung halt gebrochen. Ja, hier ist auch gerissen. Das ist ärgerlich, ja, das durch die Hitze. Ist halt so, ne? Das hat aber so ein bisschen den Charme. Ich meine, das Ding hat 500 auf der Trommel. Der sagt auch Kühlmittel zu gering, hast du mal geguckt? Schon wieder? Ja, der kam ja ohne an. Ohne? Ja, und wurde aufgefüllt.
Aha. Wenn er es wieder leer ist, gut, ist dann nicht. Ist er irgendwo undicht. Ja, aber dann hat er es nicht ausgesoffen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, Wasserpumpe ist, glaube ich. Das hätte auch noch schlimmer sein können, dass der gar nicht läuft. Ja. Ne? Also das ist ja, schon mal die halbe Miete. Wir wussten ja gar nichts. Was ist das? Das weiß ich auch nicht. Das habe ich aber auf den Bildern schon gesehen. Aha. Geht das rein zum Wärmetauscher und man hat dort zugemacht, weil der undicht ist und die Brühe im Innenraum läuft vielleicht? Ich weiß nicht, also was habe ich noch nie gesehen. Auf jeden Fall wird es hier nicht rein. Sind wirklich komplett leer wieder? Ne, guck mal rein. Bestimmt ausgelaufen. Das da müsst ihr aber ohne Pfütze haben, ne? Oh ja, wirklich komplett. Sitzkratze leer, da müssen wir mal was reinfüllen. Ach kacke, dann ist er wirklich doll undicht. Der kleine Lader ist sehr niedlich, ne? Ja, der ist süß, ne? Der muss eigentlich. Der muss eigentlich doppelt so groß. Der muss eigentlich vergrößert werden. Man kann in den. Das ist das Besondere an dem OM 606. Mit ein bisschen Lader bearbeiten, große Düsen, große Pumpe, 250, 300 PS, schwarze Wolke. Schon lustig, ne? Ich wollte halt immer mal so einen Motor haben. So, das ist halt der Das war so die Intention, ne? Genau. Aber irgendwie hatte ich die Karre dann, das war wie so das erste Date, du bist völlig im Hype, hast schon 1000 Bilder von der alten gekriegt und kommst dann zum ersten Mal dahin, siehst du zum ersten Mal live und denkst, eine kurze Runde gehen wir durch den Park und dann gehe ich wieder. Nee, ich glaube, es hat wirklich was mit Bindungsangst zu tun, wie du schon sagst. Ich will mich nicht dann irgendwie verlieben und dann da einen Haufen Geld reinstecken und dann merken, ach so. Ja, seitdem der Jürgen 3,80 Mark gespart hat, hat er einen riesen Igel in der Tasche. Das stimmt. Der war vorher schon groß, jetzt ist der auf jeden Fall noch größer geworden irgendwie. Aber das ist natürlich hier ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ja, gut, okay. Ein bisschen räudig, ja. So, aber ansonsten, ich sag mal vorsichtig, gut, Wasser fehlt. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie ohne Wasser ewig gefahren sind, die Trottel im Zweifel. Wisst ihr ja manchmal nie, ne? Stimmt, Julian? Ja, so ist es. Aber die Rückbank, du? Ja, die sieht aus wie neu, gefühlt. Das ist krass. Ich habe auch gesehen, der ist erst siebte Hand. Ja, das geht eigentlich. Ne? Das für spanische Verhältnisse, not so much. Unser First Blick, bis auf das hier mal kacke nachlackiert wurde. Ja, das ist halt räudig. Aber ansonsten geil. Wirklich geil. Ja, Substanz ist gut für einen 210er. Was ist das denn? Schön. Ja, das ist irgend so eine komische. Oh Gott. Matte. Wie? Ich will das gar nicht anfassen. Was ist das? Ist da irgendwie LSD drin oder so? Gib mal her, das ist da so ein Geruchsmatthias. Ja, Geruchsding, ne? Deswegen stinkt das so da drin. Ja. Aha. Hier ist Originalrad. Hier ist cool. Aber ey, Norad. Macht einen unfallfreien und kaum oder gar keinen Rost. Cool. Weil normalerweise fault ihr hinten auch hier unten. Der Bums weg, da müsste man nochmal von unten reingucken oder von oben wegbauen, ne? Ja. Also er war ja auch schon mal auf der Bühne kurz, wegen TÜV. Und Kastenkorrosion. Und sieht echt gut aus. Echt? Also, Türen und so, alles gut? Ja. Ja, wo ist das Problem? Das ist da beim 210 immer die halbe Miete. Man müsste halt mal ein bisschen Wasser auffüllen. Wir machen mal nochmal einen Schluck Wasser vielleicht rein, oder? Mhm. Und fahren mal eine kleine Runde, oder? Du bist ja noch gar nicht gefahren. Ja. Das geht. Das hätte ich wahrscheinlich, aber habe ich schon ein paar Mal gesehen, so mit Kabelbindern ist der letzte Schrei mittlerweile. Finde ich auch gut. Ja, liegt im Trend. Sollte man sich mal patentieren lassen. Hier löst auch so ein bisschen die. Ne? Aber muss eh runter zum Lackieren. Also egal. Alter. Ja. Junge, die Schimmelbude macht sich jetzt bemerkbar an der Lunge, oder? Ja, wirklich. Oh, hier. Oh, nee. Du. Was? Oh, nee. Mach das zu, deck das. Wach, komm weg. Hör auf. Du, pass auf, kennst du das hier? Oh, hier ist richtig schlimm. Es grün zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Ja, aber ganz ehrlich. Das geht ja auch nur, wenn es in Spanien auch ab und zu mal regnet, oder? Das ist doch auch scheißegal. Ja, völlig. Die Tür, ganz ehrlich, die Tür brauchst du erst neu. Wenn die Scheibe hier oben keine Arretierung mehr hat. Wenn die rahmenlos ist. Ja, ich wüsste noch, wenn es eine Tesla-Scheibe ist, wenn es eine Coupé-Scheibe ist. Ja? Ja, aber Gebrauchtwagen-Experte Enrico? Ich habe keine Ahnung. Wie geht das hier? Einbruch. Ja, kann schon sein, oder? Nee, dort versucht keiner einzubrechen. Also wie? Habe ich noch nie gesehen so. Also dort ist Schwachsinn. Da fängst du dann eher an rumzuhebeln. Ja, ich bin dann... Irgendwo Scheibe hier hinten, wenn dann vielleicht, oder hier oben rein und dann irgendwie, ach Quatsch. Vielleicht hat man da Fensterheber einen Geist aufgegeben und die haben ja was reingeklemmt, damit er oben bleibt. Ja, okay. Das kann sein. Das könnte ich mir vorstellen. Das ist ja typisch Spanien sowas, ne? Ansonsten, der Windfang sieht noch, ja, normalerweise fällt das ja untausend Teile auseinander, das Plastikding. Komm, weißt du was? Jetzt ist es soweit, ich ziehe jetzt meine Jacke aus. Dann setzen wir uns hier rein. Oh, holen Sie mal eine Gießkanne. Oder fahren wir einfach an die Werkstatt ran. Das geht alles, ne? Das ist lustig. Also gut. Naja. Oh nee. Das geht alles. Oh Mann. Okay. Ja, alles klar. Hier gekühlt, Junge. Komplett geil. Oh krass. Spanish Version. Ja. Ja gut, ist wahrscheinlich eine Exportvariante gewesen, nehme ich mal stark an, ne? Ja, ich denke. Ansonsten schön ist auch, dass das Holz not überall broken ist. Aber die Klima geht auch einwandfrei, Junge. Die kühlt wie ein Eisfach, mein Alter. Lieber. Hä? Ah, Junge! Ah, jetzt bald, Mann! Jetzt langsam? Das is ist es!
Schiebedach auch nicht. Das fände ich noch geil. Warte, hast du eine Klimaautomatik? Ja, aber Schiebedach sieht doch geil aus. So. AMG-Paket, Schiebedach anstellen. Boah, geil. Boah, geil. Ha! Kunde, was ist los? Das fährt komplett los. Oh, komplett Nebel. Das war weiter Nebel. Wo ist das Wasserchen? Hallo Wasser. Oh. Hätte ich eine Halle, ne? Ich sag's dir, wie es ist. Hätte ich eine Halle, würde ich das Ding da reinschieben und da drin verrotten lassen. Nee, dann würde ich komplett zerlegen. Ja, genau. Und dann zusammenbauen. Ja, genau, und dann verrotten lassen. Das wäre geil. Hauf Geld reinstecken, Teile kaufen, ja. Und dann nie zusammenbauen und verrotten lassen. Genau, und dann irgendwann verkaufen. Ja, ja, geil. Und nichts mehr dafür bekommen. Alter. Der hat auch richtig Dunst, der hat richtig Bock. Soll ich mal gucken, DDTZ606? Ey Julian, was ist das? Warum? Weißt du, was das Traurige ist? Du bist auch bloß auf dem Parkplatz gefahren, ja. So wie ich ja, jetzt. Nur hier, ja. Hast du mal Gas gegeben? Nee, ich habe mich ja nicht getraut, weil er kalt war. Ich wollte ihm nicht geben. Bin ich der Kameradude? Ja, willst du halten, das Ding? Ja, ich halte gerne. Geil. So, gib mir mal Gas hier. Verbrennt schön sauber, der Kollege. Geil. Ha! Let's go! Let's go! Spanien, wir kommen! Und ich verkaufe den Sichtschicht jetzt das Auto nochmal. Ja, nochmal, ja. Was waren so die technischen Mängel beim Check? Naja, halt vorne, Vorderachse, Spurstangenkopf, Traggelenk und so ein Scheiß halt. Okay, gibt's bei eBay. Bremsschläuche sind alle rissig. Naja, gut, okay. Auch Pillepalle, Autodoc, hallo. Reifen vorne, Schrott. Okay, gibt's auch bei Autodoc? Ja, doch, ist schon geil. Der marschiert schon gut. Es ist halt so richtig smooth irgendwie. Der so. Hat halt Bock, der hat halt einfach ausreichend Kraft. Ja. Das merkt man richtig, dass er einen Haufen Hubraum hat. Ja, wie geil, 3 Liter, 177 PS, das ist so stark, das ist geil. Straight Six, Baby. Ich weiß gar nicht, hat der überhaupt, was hat der, eine Euro 2? Ich glaube, ja. Ja. Was geil, rote Plakette, finde, moin. Ich finde es heftig, dass er schon AGR hat. Echt? Das finde ich raus mit dem Mist. Hätte ich nie gedacht. Und? Ja, das ist schon geil. Das ist schon echt geil. Ja, irgendwas muss ich schon machen damit. Also Leute, schreibt es in die Kommentare. Was soll der Sichtung jetzt damit machen? Inserat gelöscht. Inserat gelöscht, Motherfucker. Scheiß auf alles. Wofür hasseln wir denn die ganze Zeit? Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Ich muss auch mal was her. Also ich denke, das Auto lohnt sich aufzubauen. Getriebe schaltet sauber, er hat Leistung. Man müsste jetzt halt nochmal richtig fahren. Fensterheber rechts geht nicht, kann das sein? Ja, du darfst nicht ganz durchdrücken, nur so ein bisschen. Ah ja, okay, der Klassiker. Aber allein das ist wieder lustig. Du nimmst jemanden mit, sagst du, ja, du musst das so und so machen, dann geht's. Ja, das ist genau, das ist der Vibe, den wir suchen. Ja, ja. Das ist genau der Vibe, den wir suchen. Eigentlich ist es kaputt irgendwie, aber... Ja, das muss einfach nur tief. Da muss da ein geiles Rad drauf. Und dann kann der eigentlich auch ranzig aussehen. Ja, irgendwie ist das auch geil, ne? Wenn das so ein bisschen... Das Rad muss aber geil sein und tief muss er sein. Ja, Kleider machen Leute und Felgen machen Autos. Es ja. Ist so, ne? Es nee, Schuhe machen Leute. Ja, das auch. Also, wie das klingt denn? Du gibst so ein bisschen Gas, das klingt schon... Ein Traum, oder? Der klingt doch wirklich... Und da, ich finde, dem Motor hört man das Potenzial an. Na, Freunde, also für die Leute, die es jetzt noch nicht so auf dem Schirm haben, die Motoren oder beziehungsweise den Sauger davon, den gab es auch noch im 124er. Aber man kann auch ihn hier so modifizieren, dass das Ding mit runde 300 PS läuft. Ohne den Motor zu öffnen. Man ne? könnte. Ohne irgendwelche Software. Obwohl, der hat schon hier mit Software gedönst. Ja, das ne? ist halt der naja, Software nicht, aber der hat halt schon elektronische Einspritzpumpe und so. Ja, und da kannst du nicht so viel mauscheln. Ne? Not mechanic. Du willst ja die Viertelmeile fahren. Ach so. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, ne? Sichtig Motors, ich sehe bald hier Viertelmeile. Sichtig Motors, Team Sichtig. Motorsport. Late Night hat eine eigene Box. Nee, aber ich muss sagen, abschließend, es macht schon Laune. Und es ist schon so, wie ich es mir vorgestellt habe. So dieses Fahrgefühl und das kommt einfach komplett auf. Der Kauf war gut. Stell dir vor, wir sind jetzt irgendwie in Madrid. Ja. Na, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. So ist es. Egal. Ne? Stimmt's, Lothar? Stimmt. Wir stehen irgendwo in Madrid bei irgendeinem so Exportplatz, so einem Wimpelhändler auf Kies, ja. So wie wir. Du sagst so zu mir, Enrico, fahr mal eine Runde, sag mir mal, ob man damit nach Hause kommt. Würde ich sagen, safe. Okay, ja. Also das mit dem Wasser wäre das Angel. Problem ist sagen würde, da muss man mal gucken, ja. Das müsste man noch safen, auf jeden Fall, dass das funktioniert. Aber John meinte gerade schon, ja, muss ich doch nur abdrücken. Ich so, John, wer, wann? Und er so, ja, mach mal nächste Woche abends mal. Ich so, gut, John. Gut, John. Drück mal nächste Woche ab. Junge. Sehr gut. Dann drücken wir das ab. Dann wird nächste Woche abgedrückt. Dann drückst du das mal ab. Geil. Ja, wenn du das machst, ist doch gut. Ja. Wenn das dann ins Lot kommt, du musst halt nur schauen, wenn du sagst, ich lackiere die Stoßstange neu. Was kostet ein AMG-Bodykit? Lohnt sich das? Will ich das? Ich hätte schon Bock. Schreib rein, ich hätte schon bau Bock. Auf, Junge, oder hau weg die Karre. Die Meinung interessiert mich echt von den Leuten, was die so sagen. Ich meine, 513.000 Kilometer. Eigentlich müsste man den noch dahin bewegen, dass er die Millionen voll macht, der Kollege. Jo, das war ich mein Leben lang. Das wäre doch aber mal was. Schwarze Innenausstattung rein. Schwachsinn. Das da, ganz ehrlich, wenn du anfängst, Innenausstattung umzufrickeln, da übernehmen sich ganz viele. Ja, da sehe ich mich halt, aber da habe ich halt irgendwie auch Bock drauf. Innenausstattung umbauen. Deswegen, naja. Dann passt das nicht, dann ist die Hälfte abgebrochen, weil du den Schrott gebraucht gekauft hast. Dann fehlt der Teil. Ach, nee.
Pass auf, wenn die Räder drauf sind, guckt keiner mehr in die Karre. Ich hätte mir wahrscheinlich so ein Ding, aber das passt wieder in dein Konzept. Ich hätte mir so ein Ding als Mapp gekauft, 270 oder 320 CDI. Ja, wäre auch geil. Ja, du hast halt so jetzt Geld mitzubringen, ne? Ja, ich will halt eine Plus-Minus-Null-Sache. Ich will ja auch nicht groß was dran verdienen. Ich will einfach halt nicht so viel drauflegen müssen. Ich habe halt Angst, dass ich mich da verzettel. Weil ich halt auch jemand bin, dann mache ich das, dann denke ich mir, boah, jetzt habe ich das schon gemacht, jetzt will ich auch das machen. Pass auf, wir machen es wie folgt. Wenn das Video hochgegangen ist und das Ding innerhalb von 48 Stunden nie verkauft ist an irgendeinen, zu einem passablen Preis für dich, dann wird das Ding aufgebaut. Dann ist es klar. Dann ist das mein Schicksal sozusagen. Dann ist es dein fucking Schicksal. Gut. Jungs, dann bin ich mal gespannt. Dann machst du das Ding einfach flott. Entspannt über den Winter. Ich würde jetzt einfach nur gucken, dass man erstmal das Ding mit einer Zulassung ausstattet. Weil den Tausender, den du vielleicht jetzt hier reinschießt für die Abnahmen und den TÜV und den ganzen Bums, den sehe ich jetzt noch nie verloren. Ich habe mal geguckt, die Teilekosten für den TÜV wären 350, 400 Euro. Das ist ein Witz. Ja. TÜV-Gebühr obendrauf, wer sich das selber da reinknetet, macht eine neue Wasserpumpe da rein. Da bist du nicht mal bei 1000, da läuft das Ding jetzt auf der Straße mit schwarzen Kennzeichen wahrscheinlich. Ja. Geil, dann wird es schon wieder geil. Dann tust du hier so ein paar Ecken selber anpinseln, so gefühlt, weißt du, ich meine? Ich denke auch, mit ein bisschen TÜV sauber machen und so. Ja, ist aber ganz anderer Vibe. Kannst du auch viel rausholen noch. Immer also, unbedingt. Er ist ja komplett unaufbereitet. So, Freunde, ihr schreibt jetzt gerne uns in die Kommentare, was Phase ist, wie es aussieht, was wir machen wollen, was ihr machen würdet an Julians Stelle. Ich denke, es war ein guter Kauf. Was ich auf gar keinen Fall machen würde, zu 1000% nie, auf Handschalter umbauen und solche riesen Baustellen anfangen. Und dann geht das nie voran und dann hast du so einen Frust auf der Brust, dass sich das einfach nur noch abfuckt. Weil ich will ja auch fahren. Ich will es ja nicht nur angucken, dann verliere ich immer die Lust. Ja. Versuche es einfach zu halten. Fang nie so eine riesen Megabaustellen an. Ich spreche aus Erfahrung, lass es einfach bleiben. Ja, zumindest erstmal. Man kann ja sich auch rantasten, ne? Genau. Also. Man kann es so nach und nach ins Verderben stürzen. Man muss es ja nicht auf immer machen, man kann es ja so nach und nach machen. Ich würde den Motor erstmal komplett unangetastet lassen. Ich muss jetzt zum Timing ganz dringend, da wartet bestimmt schon auf mich der Kollege. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für den Julia, beim Julia, dass er uns mit uns sein neues Spielzeug gezeigt hat. Und wenn ihr da mehr von sehen wollt, also sprich, wie das mit dem Auto weitergeht, dann schreibt uns das gerne. Dann begleiten wir das natürlich auch gerne für euch weiter filmisch, sofern der Jürgen das will. Bevor wir uns hier so festquatschen und wir kriegen jetzt hier noch ein Hakenzeichen verpasst, machen wir jetzt lieber los. Tschüss. Bis dann, Freunde. Tschüss. Alter. Oh, kommst du raus aus dem Alter. Die Orange ziehe ich heute auch noch an. Ja. Für dich, ja. Heute Abend. Heute Abend. So. Den dicken machen im Carola-Schlüssel mit dem Sekt und dem Shampoo in der Hand. Ach, geht. Da muss man dann eine Rolex irgendwo ausleihen auf Rate. Achso, ist okay. Oh, ja, wir sollen es verpissen. Jetzt sind wir noch im Motorhaube, ne? Siehst du bloß von außen? Ich zeige euch das jetzt mal. Achtung! Das Gesicht dazu musst du sehen, ja? Das ist ganz klar das Signal, bleib hier. Ja, genau. Rede lauter. Mach weiter, rede lauter. Na, geht's zum Ausflug? Ja. Oder fahrt ihr gerade Obstkistenbretter? Was macht er denn jetzt? Na, für das, was du bezahlt hast am Ende des Tages, war es auf jeden Fall erstmal jetzt nicht zu viel. Hätte schlimmer kommen können. Musst du tun, als wäre es teuer gewesen, damit ich besser verkaufen kann. Ach so, okay. Entschuldigung. Soll ich das jetzt anders aussehen lassen? Oh, es war teuer, Jürgen. Du hast viel zu viel. Also eigentlich hast du viel zu viel bezahlt, ne? Filmst du das jetzt hier? Soll das jetzt hier. Ja, weiß nicht, ob ich das vielleicht reinschneide, einfach so zwischendurch ganz kurz so mit geiler Mucke so. Budum, budum, budum. Wie nochmal? Ja. It's so hard in here. Oder? Take off all your clothes. Jetzt geht's hier ab. Mit dem Iltis. Sieht sehr lustig aus, ne? Das geht. Kannst du das haben? Oh nee. Was für ein ungewohntes Bild heute in der Sichtung am Steuer. Ich muss sagen, wie ich jetzt hier vlogge. So. Oh, das Ding ist übel schwer.